Wenn das das Lager der Elfen ist, dann... Oh. Reisen diese Delish-Elfen nicht eigentlich im Rudel? Was soll dann dieses winzige Lager? Und hier? Das sieht nach einem Kampf aus, aber es gibt keine Leichen. Nur all diese Waffen. Irgendwas stinkt hier, Kommandant. Und das bin nicht ich. Da hast du mal recht. Schauen wir uns doch ein bisschen genauer um. Also sie geht dorthin, endet dort. Nun spuckt es schon aus. Nee, nicht so wirklich. Gibt's hier irgendwas? Gott. Anders ist unterwegs. Anders. Ist anders, anders. Verkohlter Waldgeist. Naja, ist halt auch so ein ganz der Loot hier. Na. Das sieht wirklich hübsch aus, wenn man mal von den qualmenden Karawanen und der dunklen Brut absieht. Dunkle Brut, Karawan. Und die redet von hübsch? Ah ja. Gut. Da ist Granit vorkommen. Von mir aus. Das würde ich sagen, ist gut. Da hätten wir dunkle Brot. Dann gib die doch erstmal jagen. Ich weiß nämlich nicht genau, wo ich hin soll. Wie erwünscht. Bei Granit habe ich die ganze Zeit an Granat gedacht. An diesen anderen Edelstein da. Oh, das war nichts. Nicht so clever. Ja. Na, dann mach auf. Achso. Du kannst das also auch nicht. Gut. Hier ist noch so ein Vorkommen. Statue von Kriegern. Hier. Kommt her. Es ist so, so lange her. Ich habe vergessen, wie ich heiße. Und ich bin verflucht. Und noch weit. Vor unzähligen Jahreszeiten war ich ein Mann, der gefürchtet wurde. Ein Mann des Krieges. Die Magier aus Tevinter. Sie kamen hierher auf der Suche nach leichter Beute. Aber sie fanden mich, meinen Bruder, meinen Stamm. Bei der Festung der Tausend Wachten haben wir ihre Armee zerschlagen. Und dann haben wir Jagd auf den Magister gemacht. Möglich. Die Zeit ändert alles. Hier haben wir den Magister gestellt. Hier wollten wir ihn Juvolla opfern, dem Gott dieses Waldes. Nachdem seine Wachen eine nach der anderen gefallen waren, hat er meinen Bruder und mich in flüssigem Feuer gebadet. Sein Körper wurde zerrissen. Aber mein Bruder und ich haben aus steinernen Augen zugesehen.
habe so vieles vergessen. Ich erinnere mich nur an Rache. Der Magister aus Tevinter, der meinen Bruder und mich verflucht hat. Er führt eine Existenz, die dem Leben spottet. Er weckt ihn aus seiner Asche, hier in der Nähe. Beschwört ihn herauf, tötet ihn, befreit mich. Fremder, na, mein Bruder hat sich an euch gewandt. Hört nicht auf ihn. Der Tod des Magisters wird nichts bewirken. Ich habe niemals erlebt, dass er die Unwahrheit gesprochen hat, aber er kann sich irren. Mein Bruder wird von seiner Wut verzehrt. Sein Zorn ist im Laufe so vieler langer Jahre immer weiter angewachsen. Aber Zorn wird uns nicht befreien. Rache wird uns nicht befreien. Ich habe diese langen Jahre genutzt, um nachzudenken und zu unseren Göttern zu beten. Die Götter beratschlagen sich nur untereinander. Es gibt keine Befreiung, aber Frieden und Ruhe würden es uns erlauben, zu schlafen. Ich habe zahlreiche Jahreszeiten hindurch geschlafen und allein der Zorn meines Bruders hat mich zurückgerufen. Zeigt ihm den Weg. Dies muss keine Qual sein. Mit Argument. Er ist der Sohn des... Ich habe im Laufe der vielen Jahreszeiten gesehen, dass durch Gewalt fast nie etwas erreicht wurde. Lehrt ihn dies. Entweder beschwimmen wir da hinten jetzt den Typen. Oder wir befreien ihn einfach. Ein fehlender Stein, oh nein. Ha! Selbstverständlich. Ja, sofort. Jetzt checke. Gut, fangen wir an. Wird erledigt. Natürlich. Gut, fangen wir an. Wird erledigt. Das sollte kein Problem sein. So. Eine geheimnisvolle Truhe. Erleuchtung. Drei auf alle. Na, das war jetzt ziemlich einfach. Okay, da man den Geister nicht beschworen hat, werden wir halt nicht kämpfen und so, sondern einfach den Typen überreden. Die Tat ist noch nicht vollbracht. Mein Bruder ist schwach geworden. In Wahrheit hat die Schwäche schon immer in ihm gesteckt. Er war ein Denker, ein Träumer, kein Krieger. Diese steinerne Existenz ist unerträglich. Der Magister erhebt sich aus seiner Asche und bringt mein Blut zum Kochen. Er ist noch am Leben. Was ihr verlangt, ist schwierig. Meine Seele verlangt danach, jenen zu zerschmettern, der meinen Bruder und mich verflucht hat. Ich werde es versuchen. Ihr, wenn dies so bleibt, können wir vielleicht schlafen und in einer freundlicheren Zukunft wieder erwachen. Ich danke euch. Ist das von Bedeutung? Bevor ich schlafe,
Lasst mich euch noch ein Geheimnis der Erde zuflüstern über unsere geheimen Kräuter. Mögen sie euch hilfreich sein, Fremder. Gute Nacht. Gut, die zwei haben ein Level. Beziehungsweise noch einen Skillpunkt. Dafür brauchen wir ein bisschen Klugheit. 3 Punkte. Dann geht das. Okay. So, und er. So. 50, okay. Ach, komm schon. So. Ach, wir haben auch ein Level. Okay. So, hopp. Lyra, Gravurtechnik. Da haben wir Leben. Mehr Leben. So. Das heißt, wir speichern nochmal und jetzt geht's da irgendwo rein. Dort gehen wir jetzt mal rein. Oder ich gucke noch, was auf der anderen Seite ist, aber eigentlich will ich ja hier rein. Blutlotus. Das ist das Granit. Da ist noch so ein verkohlter Baum. Na gut. Da war auch noch einer. Hau. Verkohlter Leichnam. Nichts. Von den Bäumen da hinten laufen einfach mal eine Weile rum. Wie ihr wünscht. Und ja, wissen wir. Leichenstapel, aha. Meine Zauber sind bereit. Hui! Bisschen falsch angekommen. So, hopp, hopp. Na, komm schon. Den Teil mag ich am liebsten. So. Denn jetzt. So. Da ist auch nichts. Schön. Bisschen Gold. Gut, dann können wir uns jetzt sehr langsam wirklich auf den Weg machen, da reinzulaufen. Ja, cool. Da lebt noch jemand. Seht mich. Seht mich nicht an. Oh. Olaf, heiße ich. Ich kam mit Freunden hierher, um die Elfen zu vertreiben, aber die dunkle Brut war schneller. Wir wurden zerfetzt. Scharfe Klauen und Zähne aus der Dunkelheit und dann bin ich erwacht. Inmitten von Fleisch und Knochen und Blut. Sie sind alle tot. Totes, weiches Fleisch, das die Erde bedeckt. Ich bin weggekrochen. Kam hierher. Ich ertrage den... Nein. Nein, die Dunkel... Es war eine List. Für uns. Für die Elfen. All diese Menschen sind also nur wegen eines Missverständnisses gestorben? Balmer Bauer, das ist grauenhaft. Wir müssen sie aufhalten und ihr sagen, dass sie im Irrtum ist. Denkt ihr, sie ist wieder in ihrem Lager? Wir könnten dort nach... Die Dunklen sind auch an euch interessiert. Sie beobachten euch ebenfalls
könnt ihr sie Ich bin schon tot. Es gibt keine Hoffnung. Macht. Pass auf, Dolch. Ja, ich wusste es wieder ein Dolch. Anstatt einfach das große Schwert zu nehmen, das wir ausgerüstet haben, zaubert er einen kleinen Dolch her. Ach, was wollt ihr denn jetzt? Oh, das sind ein paar mehr. Cool, schießt euch! Den kriegen wir, wo war der Tote? Der ist da hinten. Der ist auch schon tot. Gut, das würde ich behaupten, ging mal. Ja, anders. Seid ihr mal unterwegs. Nein. Special Move zum Killen der Spinne. Habt ihr das gehört? Anders ist unterwegs. Betrachte das als erledigt. Okay, Sturm. Zauberer. Und Schneesturm. Weil dann will ich halt auch da hinten meinen Bomben. Warum seid ihr noch hier? Ich hatte euch gewarnt. Haltet euch von mir und diesem Ort fern. Ich weiß, wie ein Verbrechen von Menschenhand aussieht. Ich habe es oft genug erlebt. Und ihre Lügen bedeuten euren Tod. Irgendwie glaube ich das nicht. Aber jetzt muss ich mich wieder mit diesen Bäumen rumärgern hier. Sehe ich mal gar nicht ein. So schnell es mir möglich ist. Oh, da kommen noch Wölfe. Da ist der Alter. Nein. Und ab. Benimm. Ja, ganz viel davon ist halt so selbstbeliebig hier. Das sind halt diese dämlichen Haltungen. Und dann ist halt mal eben die ganze Ausdauer weg, die ich habe. Und dann ist nichts mehr mit angreifen. Das ist doch auch...
Banane. So, eins noch, dann hätten wir das auch geklärt. Das wäre doch ein hübsches Haustier. Und ein Trian. Setz drüber. So. Sonst ist es dort, dann kann ich jetzt vielleicht endlich mal durch die Barrikade gehen, die hier so steckt. Ah, jetzt geht's. Okay, gut. Wir müssen